Für die hoffnungslosen Fälle hilft man in Ogriftel auf der Stelle. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Wir bringen Bauern an den Mann. Das stimmt nicht ganz, ich sag's genau. Wir bringen Bauern an die Frau. Mir biete an 3 Exemplare. Leider leicht verdorbene Ware. Habt ihr nicht einen Mann für mich? Verräsien, Mann! Wie soll denn das gelingen? Ein Wunder kann ich nicht vollbringen. Resi, du bist hier einfach fehl am Platz. Für dich gibt's halt nicht den richtigen Schatz. Ich bin die Zensi und geh in Tracht. Ich lass die Sau raus, das ist Kracht. Ein Fischekerl auf einem Traktor, das hebt mein Stimmungsfaktor. Ich hab das Leben in der Stadt als Schicki-Micki-Tussi-Satt. Ich geb sogar mein High Heels her, wenn Arne hier nur mein Bauer wär. Lieschen heiß, ich bin sehr schüchtern, außer ich bin nimmer nüchtern. Denn wenn ich was zu trinken hab, dann geh ich wie ein Zäpfchen. Wer nicht kriegt, der hat ungeloren bestimmt der erste Preis gezogen. Nimm mich als deine Bäuerin, dann hast du auch der Hauptgewinn. Ach, was war das für eine Qual mit dieser heiklen Damenwahl? Bauern vor, kommt her, erzählt, wen habt ihr euch dann ausgewählt? Nur eine ist mir recht und billig. Wo ist Resi? Hier! Denn die will ich! Hello! Glück auf, gut Holz, hip, hip, hurra! Wacht auf, ihr Leute, die Wahl ist da! Hat er seine Frauen und Männer, Parteigenossen, müde Penner, liebe Hausfrauen und Verbraucher, Rentner, Flüchtling, Zigarrenraucher, ich grüße euch in diesem Bau mit einem herzlichen Hello! Ich bin der vierte Kandidat. Ich sorg für Rabatz in dieser Stadt. Schwarze, rote, gelbe zittern, weil sie von mir Gefahr schon wittern. Die Stadt hier braucht kein Sanitäter. Nein, sie braucht mich als Volksvertreter und außerdem sofort dazu meine neue Partei, die ONU. Wählt Liste 11, die neue Generation. Wählt mich von der Ogriftler Narrenunion. Wir stehen im Eifer des Gefechts.
mal Mitte links, mal Mitte rechts und haben laut Satzung im Statut mit Ultra rechts, links nichts am Hut. Ich rück euch auf die Pelle. Entscheidend jetzt die Frage stelle: Wollt ihr den Staatsmann, der durchdacht, kein X mehr euch für ein U vormacht? Wollt ihr, dass jemand sich verrobt, den anderen auf die Finger kloppt? Wollt ihr mehr Geld in eure Hand? Wollt ihr den Ruck in unserem Land? Wollt ihr den Ruck jetzt und nicht später? Ja, dann wählt mich, hier vorne steht er. Den haben sie wohl verpennt, die Merkel und ihr Kontrahent. Mer wollt nur kuscheln und net streite, höchstens mal um Kleinigkeiten. So blieb's auf ungewohnte Weise, selbst beim TV-Duell ganz leise. Nur Guido tönte laut und heiter, ich senk die Steuern immer weiter. Wie's ausging, wissen wir ja jetzt. Das Kabinett ist neu besetzt. Hier spielt man Bäumchen, wechsel dich. Was du nicht willst, das nehm grad ich. Unser Angie, klare Sache, kann weiter Bundeskanzler machen. Das Ämtchen hält sie nämlich fit. Kimmt so ins Ausland alle Ritt. Der weiterhin jetzt Dienst beflisse, Sarkozy und Putin küsse. Das ist amüsanter, gell, als in Berlin de Westerwelle. Ob die Ulla Schmidt nur out ist, weil ihr Dienstware geklaut ist. Zum Glück macht die uns nicht mehr krank. Dazu sag ich nur vielen Dank. Zum Nörgeln seh ich gar keinen Grund. Nie war der Bundestag so bunt. Ein Schwule, Fraue, ein Migrant, ein Herr sogar mit Adelsstand. Auch mit Gedächtnislücke einer, er sitzt im Rollstuhl, ist so ein kleiner. 100.000 Mark vergisst er, heute ist er Finanzminister. Das wirst du wohl hinkriegen, ich komm gleich wieder. Aber schön entdeckt, Weiberschungsidioten. Weiberschungsidioten. Weiber, Mädchen, Junge, Depp. 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 Mädchen. Kennt das? Kennt das? Kennt das? Ja. Nimm die ab. Ja. Ach du Scheiße. Okay. Depp. Mensch, ich kann aber nicht reinlassen. Was machst du denn? Ich hab dir was anderes erzählt. Weiberschungsidioten. Hab einen Anruf gekriegt. Großauftrag. 150 Stück für Hattelchen. Und hast du die jetzt auch schon gemacht? Los, dann müssen wir die aufliefern. Ja. Ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt.